Draußen so kalt, drin so warm, ne? Dann die Luft in der Lunge, das war ja nicht gut. Halb gestorben dabei. Gefühlt zumindest. Naja, wobei, ich hab schon Sternchen gesehen, hab schon Schwarz gesehen und so weiter. Ach nö, komm schon. Hättest du hier noch einen Check buchen können? Auf Wiedersehen. Storm. Danke. Smushed. Smushed again. Das hat ein Upper Level. Interessant zu wissen. Oh. Ja, sieht doch, sieht so am Winde, dass ich da nicht durchkomme. Das hat ein Upper Level, ja? Noob, Noob. Hier bin ich jetzt mal Noob. Ja, der Backdrift hat mich getötet. Gut, dass ich gespeichert habe. So viel zu Noob. Schnauze. Rubber Ducky. Alter. Verdammter Hidden Block. Mach doch nicht so Mist mit mir. Jetzt wird's interessant. Wirklich hängen geblieben, hätte ich's noch geschafft. Ich bin gerade ein Jetpack. Ja, klar, Jetpack. Ich wag's aber nicht. Jo, haust du rein und ja, das klingt trotzdem nicht so geil, wenn man dafür mal krank sein muss. Sozusagen. Klingt nicht so geil. Oh, da ist Ende. Yay, 10. War gleich wieder beim Boss. Hier geht's nach links, in den Minenschacht. Daran kann ich mir noch erinnern. Ich behalte bleib mal beim Jetpack. Man kann nie wissen. Irgendwie dachte ich gerade, das fällt runter. So wie der Kollege hier. Oder der Kollege. Boing-Block. Man kann ja nie wissen. Boing-Block. Oh Mann, das war schon wieder fast knapp. Irgendwie erwarte ich jetzt, dass hier noch irgendwo ein Ausgang kommt. Also, den gibt's halt auch im zweiten, aber den jetzt zu erkennen wird interessant. So vielleicht. Damit kommst du auf eine Ebene, die du sonst nicht betreten kannst. Sag ich ja. Easy! Alter, Mario! Und Abzisch, Boy! Und ich abgezischt. Da ist da bestimmt ein Schatz versteckt.
Ist doch nicht umsonst da. Ja, sag ich doch. So, dann suchen wir mal unseren tollen Schlüssel. Hier hätte ich ihr Jetpack gebraucht. Da ist ein Ausgang. Den suchen wir erstmal nicht. Mal gucken. Ich habe Angst, einfach rüberzulaufen. Ich möchte nicht einfach runterfallen. Erstmal ein bisschen Money besorgen hier. Hier sind überall Eingänge, Mann. Da brauchen wir erstmal Wasser, hä? Links wahrscheinlich genauso. Ja, da fehlt noch das Wasser. Kann sein, dass der im ersten Raum war, der Schalter dafür. Oder ist er jetzt hier? Kommt alles lang. Gischt. Ah, tot. Okidoki, da haben wir das Wasser, das ich suchte. So, das war ja schon mal leicht. Key besorgt. Das heißt, nachher ans vorne laufen. Also im Grunde kann ich auch gleich zum Ausgang gehen. Hab hier noch Kohle, um rauszukommen. Hole den Schatz einfach. Und das war's. Das war hier drin, richtig? Oh, verdammt, vorbei geschmissen. Ups. Und ha! Ha, 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 ha. So, auf zum Ausgang. Hier gibt's ja Kindsbeten. Und tschüss. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass ich das Spiel so lange spiele. Abgeschlossen. So, hier Originalausgang und dann. Dann war's das. Dann kommt Boss-Time. Ich habe gemerkt, ich brauche das Jetpack hier nicht. Sagt er und fällt fast runter. Oh Gott, war der close. Oh man, nicht. Wollte mich doch nicht festhaken, aber okay. Dammit. Natürlich kurz nachdem man Power-Up findet, ne? Power-Up? Ah, schade. Das war super easy. So, Boss-Level. Also bis jetzt habe ich auf Anhieb alle Schätze gefunden, ne? Mal schauen. Nicht. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ich hole wieder ein Power-Up, ja? Hier war das auch ganz komisch eigentlich. Irgendwas war hier doch an der Stelle.
Das hier ist ein ekliger Sprung. Ist es nicht. Ist es nicht. Ich erinnere mich daran, dass es eklig war, aber... Das sah doch sehr leicht aus gerade. Ja, Bossfight, da weiß man nie. Schaffig! Oh, Feuer! Frechheit! Ah, ich hab's lange gewartet. Ich hab gedacht, ich schaffe es noch, aber dann ist der Boden zusammengebrochen. Soll ich doch nach Clean hineiern oder was? Jo, danke fürs Springen! Klobiges Stück Scheiße. Das ist auch ein Vorteil, wenn das Spiel so langsam ist. So wie das hier im Endeffekt. Man sieht manche Sachen schon. Also man kann auch reagieren manchmal. Diesmal nicht, Freund. Ich hab verkackt Spring gedrückt, aber warum sollte das passieren? Man hat sogar die Knöpfe gehört. Ich wette, dass man die Knöpfe gehört hat. Wie gesagt, jetzt kommt wieder diese Repetitive, ne, wo da einfach alles so lange dauert hier. Durch Unfähigkeit einfach. Unfähigkeit, einfachste Level zu schaffen. Wobei es einfach nicht mehr. Das ist wieder ein Timing mit dem Feuer. Jetzt aber vernünftig, bitte. Das war zu early. Oh, oder auch nicht. Zumindest sind wir erstmal groß. Hat ja schon mal was. Oh, Puppelfresse, nein. So war das. Zusehen, dass ich die nächsten direkt einsammle. Gibt's doch nicht! Zweimal gemisst! Lol. Machen wir das eben so. Das wird ja fast ein bisschen widerlich hier. Naja, wenigstens ein bisschen was gekriegt. Immerhin 160 sind trotzdem gut. So, damit sind wir bei 2K. Von 99. Erledigt. Was kommt denn jetzt? Piratenküste. Die SST Cup. Mhm. Steamship? Hat sah nicht aus wie ein Dampfschiff. Ah, scheiß Vogel, so spät gesehen. Mhm.
Der Ärms ist leider in den Mancha gefallen. Ich dachte, das ist noch weit genug. Okay, reicht. Was haben wir hier? Erstmal was zum Großen machen. Das gefällt mir. Ist nicht gerade mein Favorit. Ihr Meinheit. Okay. Bitte sag mir, dass der Key jetzt hier irgendwo kommt. Klatsch, guck mal. Wasser, okay. Das ist besser als Lava, ja. So, damit habe ich auf jeden Fall relativ easy den Key bekommen. Alter, hoch da kommen. Tu man nicht so, Mann. Supi. Ja, sieht gut aus. Wir haben fast 10 von 15. Das lobe ich mir doch. Mario macht Money. Oh, jetzt müsste ich doch hier hinten einfach weiter können, oder? Hoffentlich, einfach nach unten. Das war durch Zufall der richtige Weg, einfach nur. Naja, gut, mehr oder weniger Zufall. Da war ja das, der Block sozusagen. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Also, ihr seht schon, aber nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, was er für ein Typ ist, Alter. Ich muss auf Fliegebäude. Bitte was zum Groß machen. Jupp, danke. Na, kein Problem. Da. Du. So, wieder ein Level weniger. Okay, aber Flammenwerfer, die geht nicht anders. Die kriegt er bestimmt hier irgendwo. Na klar, kriege ich den hier. Sagt er und setzt die Muku auf. Okay, da oben ist nix. Ich wollte den eigentlich nicht mehr mitnehmen, aber gut. Was zum Teufel ist hier passiert? Was war das denn gerade? Da war ein versteckter Eingang. Der Eingang hier sagt mir gerade gar nichts. Auf einem fahrenden Zug oder was? Tatsache.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oh Gott. Ich sag ja, der Vorteil eines sich langsam bewegenden Bildschirms, ja? Oder eines ziemlich langsamen Spiels. Ich so eine irre Musik dazu. Fuck, weil ich in die scheiß Dinge geflogen bin. Oh, lololol. So schnell weg hier. Wie verrückt ist das denn? Konzentration! Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ist alles ein bisschen verwirrend. Geschafft, Yippie! Das, weil ich da lang geschwommen bin, plötzlich in diesem komischen Zuglevel gelandet. Aber das war nicht der Abschluss. Als wenn das zu irgendwas anderem gehört hätte. Jetzt bin ich ja verwirrt. Guck mal, das war hier vorne gleich bei dem. Hier zwischen war das. Da unten zwischen irgendwie. Hm. Oh, fuck, komm schon wirklich. Weißt du, die ganze Zeit berührt die teilweise so, dass es eigentlich drauf gehen müsste. Ja, und dann, wenn es mal passiert. Das ist jetzt schon ein bisschen lächerlich teilweise. Toll, ich hab hier zwei Killen. Ja, die mir jetzt weitergeholfen da oben. Andere Seite. Oh, wirklich? Ich kann nicht das Zeug in dem Herz, Mann. Gibt's viele Möglichkeiten, da ranzukommen? Entweder mit dem Jet oder mit Power-Up-Opfern. So sieht der vernünftige Ausgang aus. Ich lage einmal ein bisschen Kohle da. Genau.